My name's Erwin Ralston. My parents are Donald and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Im April 2003 wurde Erwin Ralstons rechter Arm in Utahs Blue John Canyon, mitten im Nirgendwo, von einem riesigen halben Tonne schweren Felsbrocken eingeklemmt. Er war ganz allein, ohne Telefon, ohne Funkgerät, mit kaum Nahrung oder Ausrüstung. Und was noch schlimmer war, niemand wusste, dass er dort draußen war. Eingeklemmt, schwer verletzt und der erbarmungslosen Witterung der Wüste ausgeliefert. Wenn ihn die Unterkühlung nicht noch in derselben Nacht töten würde, dann wären es in ein paar Tagen Dehydration, Hunger oder eine Infektion. Seine Zeit lief ab, aber gegen alle Widerstände schaffte er es heraus. He would be forced to do something impossible to imagine. I would never do something like that. I felt the worst pain that I will ever experience. Er handelte gegen jeden Instinkt, um sich selbst zu retten, und tat das Undenkbare. Er sägte seinen eigenen Arm mit einem mickrigen, stumpfen Multitool-Messer unter Qualen ab. 2010 beschloss der legendäre britische Filmemacher Danny Boyle, seine Geschichte mit dem Oscar-prämierten Film 127 Hours auf die große Leinwand zu bringen. Trotz des weltweiten Erfolgs des Films wurden einige Freiheiten bei der Darstellung von Aarons tatsächlichem Erlebnis genommen. Könnte es sein, dass die Wahrheit für Hollywood zu düster war? Heute lüften wir alle Geheimnisse, die es nicht in den Film geschafft haben, damit du die wahre Geschichte der echten 127 Stunden erfährst, in denen Aaron in der Wüste gefangen war. Wie oft hat Aaron versucht, sich den Arm abzuhacken? Hat er wirklich gegrinst, nachdem er sich die Knochen gebrochen hatte? Und haben die Halluzinationen, die im Film gezeigt wurden, tatsächlich stattgefunden? Am Morgen seines erschütternden Erlebnisses sollte Aaron mit einigen Freunden bergsteigen gehen, aber sie sagten im letzten Moment ab. Also beschloss er spontan, in die Wüste zu fahren. Da er dachte, es würde nur ein kurzer Ausflug werden, packte er nicht viel Wasser oder Essen ein. Aaron war sich nicht sicher, wo genau in der Wüste er hin wollte, also hinterließ er seinen Mitbewohnern eine Notiz, in der Utah stand. Als er dort ankam, traf er auf zwei verirrte Wanderer. Und von hier an gehen die Realität und der Film unterschiedliche Wege. Aaron erinnert sich, dass er den beiden Frauen geholfen hat, ihren Weg zu finden und ihnen einige grundlegende Klettertechniken gezeigt hat. Aber er ist nie mit ihnen schwimmen gegangen und sie haben ihn auch nie zu einer Party in jener Nacht eingeladen. Er gab zu, dass er sich bei dieser Szene unwohl fühlte, verstand aber, dass sie dem Publikum helfen sollte, eine authentische Verbindung zu seiner Figur herzustellen. Er war etwa 11 Kilometer gewandert, als er auf eine wunderschöne, etwa einen Meter breite Felsspalte stieß. Er beschloss, sich hineinzuwagen, aber ein runder Felsbrocken versperrte ihm den Weg. Er dachte sich, dass er ihn benutzen könnte, um sein Gewicht beim Abstieg zu stützen. Er trat gegen den Felsen, um seine Stabilität zu testen, und er schien fest zu sein. Doch kaum hatte er ihn ergriffen, löste er sich und stürzte in die Tiefe. Der Schmerz war unerträglich. Im Film wirkt Aaron verwirrt, bleibt aber ganz ruhig, während er auf seinen eingeklemmten Arm starrt. Aber in Wirklichkeit gibt er zu, dass er in einen Wutanfall geriet und fast eine Stunde lang wie ein Pirat fluchte. Danach fühlte er sich erschöpft und ausgetrocknet. Sein 3 Liter fassender Wasserschlauch war leer, aber er hatte immer noch eine 1 Liter Flasche im Rucksack. Ohne zu zögern, griff er danach und nahm 3 große Schlucke. Erst dann wurde ihm bewusst, dass es seine letzte Wasserreserve war. Also machte er eine Bestandsaufnahme seiner Vorräte. Er hatte noch etwa 600 Milliliter Wasser, einige Snacks, ein paar Kletterseile, seine Videokamera, LED-Stirnlampen und ein billiges Multitool. Sein erster Gedanke war, das Messer in seinem Multitool zu benutzen, um den Felsbrocken wegzuschaben. Aber nach stundenlangem Kratzen wurde ihm klar, dass dies ein aussichtsloser Fall war. Er war gefangen, mit dem Risiko von Brandwunden, Hunger und sogar der Gefahr, von einem plötzlichen Hochwasser ertränkt zu werden. In derselben Nacht überkam ihn erstmals ein schrecklicher Gedanke. Vielleicht müsste er seinen Arm amputieren. Doch er sträubte sich vehement gegen diese Vorstellung. Aber es gab ein dringenderes Problem. Seine Beine waren erschöpft und er musste so viel Energie wie möglich aufsparen. Also bastelte er sich mit Hilfe seiner Kletterseile einen Sitz. Dem Film zufolge hat Aaron eine Halluzination, in der er sich vorstellt, auf der Party zu sein, zu der ihn die beiden Wanderinnen eingeladen haben. Doch in Wirklichkeit überlegte er an diesem Morgen, wie er am besten sein Ende finden könnte.
Zum Glück kam er schnell wieder zu sich und konzentrierte sich stattdessen aufs Überleben. Also machte er sich an die Arbeit und versuchte mit seinen Kletterseilen ein Flaschenzugsystem nachzubauen, das er als freiwilliger Such- und Rettungshelfer benutzt hatte. Es funktionierte, aber den Seilen fehlte die nötige Spannung, um den Felsen zu bewegen, und er hatte auch nicht die Kraft dazu. Nachdem er sich stundenlang erfolglos abgemüht hatte, zog er ernsthaft in Erwägung, seinen Arm zu amputieren, konnte sich aber nicht dazu durchringen, es zu tun. Wie im Film dargestellt, war dies der Tag, an dem er seine Abschiedsbotschaft aufnahm. My name's Aaron Ralston. My parents are Donald and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Am nächsten Tag improvisierte Aaron eine Aderpresse aus Teilen der Neoprenisolierung seines Camelbacks. Er versuchte, seine Haut aufzuschneiden, aber die Klinge war einfach nicht scharf genug. Zu diesem Zeitpunkt hatte er nur noch 150 Milliliter Wasser. Also beschloss er, seinen Urin in der Blase des Camelbacks aufzubewahren, falls er ihn später brauchen würde. Das Trinken von Urin kann gefährlich sein. Es kann zu Nierenversagen führen, was einen noch qualvolleren Tod verursacht hätte. Dem Film zufolge hat Aaron an diesem Tag eine Halluzination von einer Sturzflut. In dieser Szene wird seine Freude darüber, Regenwasser zu bekommen, schnell von der Angst vor dem Ertrinken überschattet. Schließlich macht er sich die Kraft des Wassers zunutze, um den Felsen anzuheben und sich zu befreien. Aber in Wirklichkeit hatte Aaron nie eine solche Halluzination und war nie mit einer Sturzflut konfrontiert, obwohl sie in dieser Gegend eine häufige Bedrohung darstellen. Good morning, everyone! Im Film benutzt Aaron seine Kamera, um Teile einer Radiosendung aufzunehmen, um sich abzulenken. Aber in Wirklichkeit benutzt er sie, um Nachrichten für seine Familie aufzunehmen. Wie er später verriet, war es der Gedanke an seine Familie, seine Eltern und seine Schwester Sonja, der ihn am Leben hielt. Er zeigte die Bänder nur seiner Mutter und versicherte ihr, dass sie niemals veröffentlicht werden würden. An diesem Tag nahm er seinen Mut zusammen und stach sich in den Unterarm. Überraschenderweise verspürte er kaum einen Schmerz. Also grub er mit der Klinge weiter, bis er seinen Knochen erreichte und dessen Vibrationen spürte. Aber er musste aufhören. Er hatte kein Wasser mehr und verlor an Energie. Nach über 24 Stunden ohne Wasser und immer noch unfähig, sich für eine Amputation zu entscheiden, schrieb Aaron seinen letzten Willen auf. In derselben Nacht sagte er voraus, dass er am nächsten Tag sterben würde. Also ritzte er seinen Grabstein in die Wand und versuchte, etwas Schlaf zu finden. Wie im Film dargestellt, hatte er die Halluzination eines kleinen Jungen, der mit ihm spielte. In der Vision ist sein rechter Arm amputiert, aber er scheint glücklich zu sein, weil er das Kind auf seinem linken Arm trägt. Er hatte das Gefühl, dass es sein zukünftiger Sohn war. Er wusste, dass er überleben würde. Am nächsten Morgen war die Aufregung der Halluzination verflogen. Wieder einmal hatte er sich mit dem Gedanken an den Tod abgefunden. Zufällig streifte er mit der Klinge seinen rechten Daumen und stellte fest, dass sich seine Haut mühelos ablöste. Er konnte durch sie schneiden wie durch Butter. Sein Arm war nur noch ein Kadaver. Angewidert begann er, seinen Körper zu stoßen. Dann wurde es ihm klar. Er konnte seine Knochen brechen und die Haut durchschneiden. Mit dem Drehmoment seines eingeklemmten Arms begann er, seinen Körper zu verrenken, bis er sich die Elle und die Speiche brach. Ob du es glaubst oder nicht, er war überwältigt vor Freude. Er bestand sogar darauf, dass Danny Boyle ihn in der Szene grinsend zeigt. Als nächstes benutzte er seinen Camelback-Schlauch als Aderpresse, nahm seine Klinge und begann, sein Fleisch aufzuschneiden. And then I was looking at the nerve, and I had to take the knife and pry it up, and even just when I touched it, it burned all the way up my arm, and I took it again and I plucked it up, and that fire sensation redoubled and went all the way up to my shoulder, but I knew that was the hard part. Die quälende Prozedur dauerte etwa eine Stunde. Endlich war er frei. Boom, and I wasn't even attached anymore, and I fell down like this, and I was free. It was the happiest moment of my life. Er schätzte, dass er etwa 10 Stunden brauchen würde, um Hilfe zu finden. Also machte er sich auf den Weg. Dehydriert, erschöpft
und blutend schaffte Aaron es dennoch, sich eine 20 Meter hohe Wand abzuseilen und etwa 10 Kilometer zu wandern. Wie durch ein Wunder entdeckte er in der Ferne eine Familie niederländischer Touristen und schrie, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie gaben ihm Essen und Wasser und holten Hilfe. Glücklicherweise suchte bereits ein Rettungsteam die Gegend nach ihm ab. Glücklicherweise hatte Aarons Mutter bereits die Polizei alarmiert, dass er vermisst wurde. Sie verfolgten seine Kreditkarte zu einem Geschäft in der Nähe des Blue John Canyon. 4 Stunden nach der Amputation seines Arms erhielt Aaron endlich die medizinische Versorgung, die er so dringend benötigte. Trotz Aarons unglaublicher Tapferkeit, seines Mutes und seiner Ausdauer ist es nicht leicht, sich in die Wildnis zu wagen. Es ist wichtig, mit erfahrenen Führern unterwegs zu sein, die richtige Ausrüstung zu haben und die Leute immer darüber zu informieren, wo man sich aufhält. Aaron erlebte, wie die Vision seines Kindes Wirklichkeit wurde. Heute ist er ein glücklicher Vater, Bestsellerautor und Redner. Er erkundet immer noch gerne die Wildnis, nur ein bisschen vorsichtiger. Leider kehren nicht alle Abenteurer zurück, um ihre Geschichten zu erzählen. Im Jahr 2021 wagten sich Höhlenforscher in die tiefste Höhle der Erde und stießen dabei auf einen düsteren Anblick. Ein lebloser Körper hing an seinen Seilen, ohne Erklärung, wie er dort gelandet war. Möchtest du wissen, wie die Geschichte ausgeht? Sieh sie dir hier bei Überleben an.